Es soll die touristische Schaltzentrale des Landes werden, das internationale Haus des Tourismus in Rostock. Jetzt ist der Rohbau fertiggestellt. 5 Etagen sind auf dem Gelände der ehemaligen Neptunwerft in die Höhe gewachsen. Auf dem Richtfest erklärte Landtagspräsidentin Silvia Brettschneider, das Haus mit seinen kurzen Wegen solle eine noch bessere Abstimmung werblicher und touristischer Prozesse ermöglichen. Neben dem Landestourismusverband als Bauherr und Nutzer von 2 Etagen plant eine Reihe weiterer touristischer Institutionen, in das Haus einzuziehen. Was wir eben erreichen wollen, ist ein wirkliches Zusammenwirken der touristisch relevanten Verbände, Unternehmen in diesem Lande. Und das ist in diesem Hause garantiert. Und es heißt nicht umsonst internationales Haustourismus. Wir freuen uns sehr, dass wir inzwischen eine maßgebliche Rolle spielen dürfen im Bereich des Ostseetourismus. Das möchten wir gerne ausbauen. Und mit diesem Haus haben wir die Möglichkeiten auch dazu. Die Idee ist, dass wir eine zentrale Stelle haben, eine Anlaufstelle für alle Gäste, für auch die professionellen Gastgeber, die miteinander darüber sprechen, was gelingt uns im Land schon, was muss besser werden im Tourismus. Dieses Haus wird Herberge sein für ganz viele Touristiker der verschiedenen Branchen, Bäderverband zum Beispiel und viele andere eben auch. Aber dass es seine Wirkung entfaltet, das liegt an den Menschen, dann, die hier arbeiten und die dann diesem Haus Leben einhauchen. Auf 2600 Quadratmetern können knapp 90 Arbeitsplätze errichtet werden. Die Architekturplanung des Hauses stammt vom Rostocker Büro Bastmann und Sawratzki, das schon für die Realisierung des Kreuzfahrtterminals in Warnemünde zuständig war. Von außen wie innen präsentiert sich das Gebäude sehr modern. Das Haus ist von außen wie auch von innen sehr modern. Wir haben nicht nur so eine ganz geometrische und schlichte Fassade, sondern auch innovatives Energiekonzept. Die ganze primäre Energie kommt aus der Erde. Das heißt, wir haben Geothermie für die Wärme und genauso auch für die Kälte gewonnen. LED-Technik kommt in großen Einsatz. Rund 6 Millionen Euro wurden hier investiert. 90% der Kosten wurden vom Land übernommen. Bis Ende des Jahres soll auch der Innenausbau abgeschlossen sein. Der Einzug der Mieter ist für 2016 geplant.